Schönen guten Morgen, ich bin der Ruti. Ich bin auf meiner zweiten Motorradreise. Im Moment befinde ich mich in Slowenien und heute habe ich eine große Entscheidung getroffen, denn ich habe mein Zelt nach Hause geschickt. Gerade komme ich von der Post und habe mein Zelt nach Hause geschickt. Ja, es wird vielleicht einige jetzt enttäuschen. Aber ich habe jetzt in 1,5 Jahren vielleicht 30 Tage gezeltet. Ansonsten hat es mich nur genervt, das mit mir rumzuschleppen die ganze Zeit, weil das nimmt halt ziemlich viel Platz weg. Klar, es gibt noch kleinere Zelte von MSR oder so, aber ein Zelt mit diesem kleinen bisschen Zubehör, der Gummihammer und so, den ich ja in Portugal brauchte, der hat quasi so einen Sack hier, eine Seite von meinen Taschen komplett eingenommen. Ich mache ja auch die Videos und das Stromproblem kommt noch dazu. Dann hat man oft auch keinen Platz. Draußen Videos zu schneiden ist schwierig. Man sieht zwar immer bei diesen Instagram-Bildern, wo die Leute irgendwie am Strand sitzen und dann ihre Blogging-Sachen machen und so. Aber da was auf dem Laptop zu erkennen, ist ziemlich schwierig. Außerdem ist es so, dass ich in Portugal und in Marokko festgestellt habe, dass Camping oft teurer ist als Hostel. Neben diesen Sachen muss ich mir halt einfach eingestehen, dass ich auch kein großer Fan vom Zelten geworden bin. Ich habe es versucht, ich habe auch gedacht, ich komme da rein und so, aber mir nervt es dann auch, dass ich da keinen Stuhl habe. Klar, man kann auch noch einen Stuhl mitschleppen und so, aber ja, das Zelt mit diesen paar Sachen, die ich dann noch mitgeschickt habe nach Hause, waren schon 4,8 Kilo. Also 5 Kilo leichter bin ich jetzt. Ich habe meinen Schlafsack und meine Isomatte und meine Hängematte behalten. Weil ich habe eigentlich in der Hängematte, wenn ich darin mal geschlafen habe, was ich ja auch schon gemacht habe, habe ich eigentlich immer viel bequemer geschlafen als im Zelt. Und ich habe ja auch schon mal mit der Isomatte einfach auf dem Boden geschlafen, dann ohne Zelt. Also für so eine Notnacht geht es und da würde ich dann eh nicht das Zelt aufbauen für eine Nacht. Ja, ich mache das jetzt mal so. Ich werde ja sehen, ich habe das Zelt ja jetzt nicht weggeschmissen. Wenn ich das vermisse oder wenn es überhaupt nicht geht, dann weiß ich, okay, es war ein Fehler, das Zelt zu verschicken. Aber im Moment fühle ich mich halt richtig befreit eben von dem Ballast, dass das Zelt weg ist. Oft ist es ja so, dass man nach so einer Entscheidung dann das Gefühl hat, ja, war es richtig oder falsch. Im Moment fühlt es sich ziemlich richtig an. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren eines Besseren belehren, kritisieren, wie auch immer. Aber ja, es ist halt auch jeder anders und ich schlafe lieber in einem 12-Mann-Zimmer im Hostel als im Zelt. So ist es halt einfach. Muss man sich dann auch irgendwie eingestehen. Naja, ich muss jetzt hier zusammenpacken. Ich habe, glaube ich, noch 20 Minuten, um hier das ganze Zeug zusammenzupacken. Aber mit dem wenigen Gepäck ist das ja kein Problem. Und dann fahre ich heute über die slowenische Küste, weil gestern war ich ja noch in Triest, aber slowenische Küste habe ich nicht mehr geschafft. Das ist da quasi am gleichen Zipfel. Und dann fahre ich nach Kroatien.
Willkommen an der Adria. Und ich habe noch nichts gefrühstückt und das aus gutem Grund, weil geiler als hier kann man kaum essen, glaube ich. Jetzt ist natürlich wieder die Qual der Wahl. Man will nicht sein, wo keiner sitzt, aber auch nicht, wo jeder sitzt. Da hinten war gar nicht so teuer, gefüllte Squid, wie heißt das, Tintenfisch, 10 Euro. Und für den Laden habe ich mich dann auch entschieden. Aber als ich gesehen habe, dass alle das gleiche essen, habe ich gefragt und es gibt so ein Mittagsmenü. Und das habe ich dann auch genommen. So, heute zeige ich euch das mal ganz oldschool. Das ist Slowenien, Hauptstadt Ljubljana. Und hier ist Postojna, wo diese Höhlen sind. Da war ich. Und jetzt bin ich hier nach Isola gefahren. Das ist Trieste, das ist Italien. Und hier ist die Adria. Fängt die an, die geht hier runter noch. Und das ist hier dieses kleine Stück, irgendwie 50 Kilometer Küste hat Slowenien. Und Isola ist hier. Und das hier, das Grüne, ist die Grenze zu Kroatien. Ich kann es euch auch nochmal ganz modern zeigen. Mit so einer GPX-Datei. Das ist genau die Strecke, die ich gefahren bin. An dieser Stelle Dank an Rönschrat, der mich auf das Tool hingewiesen hat. Also der erste Halt ist hier in Isola. Dann ein kurzes Stück weiter nach Piran, noch so eine Küstenstadt. Jetzt bin ich in Piran und am Anfang, wenn man hier in diesen zentralen Bereich kommt oder in diesen Küstenbereich, da ist so eine Schranke. Dann stand ich da so und hab so, oh, jetzt ein Ticket irgendwie ziehen und dann bezahlen dafür. Dann kam so ein Bus und der hat so gehupt und hat so, nee, Motorrad kannst du einfach durchfahren an der Schranke vorbei. Und da hab ich so, kein Ticket. Nee, brauchst du nicht. Also konnte ich einfach reinfahren. Das liebe ich auf Reisen mit den Vorteilen fürs Motorrad. Man kann immer oder fast immer direkt bis zu der Sehenswürdigkeit durchfahren. Man muss keine Parkplätze bezahlen. Jetzt, wo ich auch nicht mehr diese breiten Taschen habe, ist es halt wirklich, heute bin ich schon einige Male wo durchgefahren, wo ich mit den breiten Taschen, wäre ich vielleicht noch durchgekommen, aber wäre auf jeden Fall schwierig gewesen. Und so fährst halt einfach lang, weil jetzt mein breitester Teil ist halt der Lenker. Und da, wo ich durchpasse, fahre ich einfach durch. Und ja, super. Super. Ich werde nochmal demnächst irgendwie genauer auf die Taschen eingehen und so, aber ich kann jetzt schon sagen, ich gebe sie nicht mehr her. Und ich laufe jetzt vielleicht bis zum äußersten Punkt, das ist der Leuchtturm. Ich sehe überhaupt keinen Leuchtturm. Ach doch, ist es das hier? Kann sein, dass das hier schon der Leuchtturm ist. Das ist touristisch hier, wie ihr das seht, aber... Also der die Führung gemacht hat in Ljubljana, der hat gesagt so, ja, wir haben zwar Küste, aber ist nicht so geil. Wenn, dann musst du nach Kroatien fahren. Ich finde es ziemlich geil. Klar, ist jetzt nicht so richtig Strand, aber wie ich gehört habe, ist in Kroatien auch nur Kiesstrand. Ja gut, hier liegen die halt auf dem Beton. Ist vielleicht schon noch geiler. Aber schön ist es hier schon zum Sitzen und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich laufe jetzt hier noch ein bisschen rum, dann trinke ich noch einen Kaffee, mal wieder einen Kaffee und dann mache ich mich auf den Weg nach Kroatien. Mein letzter Eindruck von Slowenien ist quasi dieser hier. Und da bin ich auch mal gespannt. Mir haben alle Leute erzählt, dass in Kroatien kontrolliert wird, Impfpässe und so. Und vor allem die Autofahrer, die ich jetzt da in Postojna, in der Höhlengegend da getroffen habe, die haben gesagt, es war ein riesen Staus nach und von Kroatien. Aber die fahren natürlich alle Autobahn. Ich bin mal gespannt. Und da würde ich dann auch wieder meinen Motorradvorteil ausnutzen und da einfach vorbeifahren.
aber dann. It's GoPro. Huh? GoPro. GoPro. Gehört zwar zur EU, aber sie haben kein Euro. Das heißt, ich brauche anderes Geld. Und ich habe ja immer Kreditkarte. Und der erste Automat wollte aber Gebühren haben. Ich suche noch mal ein bisschen weiter. Das waren jetzt 4 Euro Gebühren gewesen. Das ist viel. Bingo. Hat geklappt, gleich beim nächsten Automaten, keine Gebühren. Noch ein alter Bankentrick, wenn man dann wählen soll, ob man Euro oder in Kuna den Rechnungskurs ausgezahlt haben will. Immer die einheimische Währung wählen, weil sonst zahlt man die Umrechnung irgendwie. Es wären jetzt bei dem 11% gewesen. Und so halt gar nichts. Ja, jetzt fahre ich zu meiner Unterkunft. Am Arsch der Welt, weil auch aus Preisgründen, also mehrere Leute haben mich gewarnt, dass Kroatien so teuer ist im Vergleich zu Slowenien. Auf der ersten Motorradreise hatte ich jemanden kennengelernt in Valencia und der wohnt hier in der Nähe, also der ist Kroate und der hat gesagt, ja, du kannst hier in Gorski Kotar wohnen und es ist so eine Berglandschaft und dann eine Stunde bist du dann quasi unten an der Küste. Und es ist günstig und schön und so. Und da habe ich gebucht. Und jetzt bin ich halt richtig, richtig krass auf dem Land. Hier ist halt gar nichts.
und die Aussicht ist top. Draußen steht so ein Schild irgendwie, dass der Highway gegen Bären abgesichert ist und so. Ich weiß nicht genau, ob es hier Bären gibt. Ist halt schon hardcore auf dem Land. Aber ich habe ein Dreibettzimmer, also für mich alleine. Drei Betten und mit Fernseher und so. Ist gar nicht so schlecht. Ich fahre jetzt noch mal kurz in das Restaurant von denen und esse doch noch mal eine Kleinigkeit. Und trinke vielleicht ein Bier. Vielleicht kann ich auch zwei Bier mitnehmen oder so. Und dann mache ich es mir hier gemütlich. Hier sind jetzt noch so zwei Arbeiter irgendwie gekommen, die hier auch übernachten. Mehr ist hier eigentlich nicht. Das Restaurant ist unten im Canyon, hat die Frau gesagt. Ich habe Glück. Auf dem Weg zum Restaurant ist ein Supermarkt. Und da konnte ich mir noch zwei Bier holen für später. Und ja, glücklich. So, es ist tatsächlich im Canyon unten. Und ja, ich bin hier zwar nicht an der Küste, war ein bisschen down nach dem Regen und da oben, das war einfach war niemand. Aber jetzt Supermarkt gefunden und wenn ich das mal zeigen darf. Hier ist der Platz, wo ich sitze und ist nicht so schlimm. Und sie hat mir Gulasch und Knödel als hausgemachte Spezialität empfohlen. Sieht sehr gut aus, will ich dann mal kosten. Gut. Oh ja, so geht's. So geht's, Herr Doktor. Ich mache dann Schluss für heute. Bin noch ein bisschen K.O. Waren 260 Kilometer mit dem Regen noch zum Schluss und viel gefahren. Ja, hat aber Spaß gemacht. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Und ja, ich weiß nichts über Kroatien, wie immer, über die Länder. Ich weiß, dass die karierte Fußballtrikots haben, dass auf der Flagge auch dieses karierte Zeichen drauf ist und dass da Fratzka draufsteht. ja, ab morgen bin ich mehr raus. Macht's gut. Ciao.